Hallo Leute, heute kommen wir mal zur Fahrgassenschaltung. Ihr habt ja oft gefragt, warum ich in der ersten Spur die Hälfte der Seemaschine aus habe. Jetzt seht das mal, alles in dem roten Bereich jetzt ist an, das heißt 3 Meter wird gesät. Die andere Seite ist aus. Die nehmen wir jetzt, wenn wir nicht zurückgefahren kommen. Seht ihr das ganz gut? Alles im roten Bereich ist jetzt an und wir haben somit keine Lücke, wir haben keine Überlappung, sondern sehen jetzt auf die volle Breite. Sehen jetzt wieder Stoß an Stoß, also wir kommen jetzt wieder zurück, einmal von oben, wieder das gleiche Spiel, alles was im roten Bereich ist, ist jetzt an. Und jetzt kommt nämlich das Faszinierende, wenn wir jetzt nämlich hochfahren, unsere Spritze hat ja 36 Meter, die Hälfte zum Vorgewende sind 18 Meter und da seht ihr schon. Die grüne Linie ist die Spur, wo ich hinterher dann mit der Spritze düngen fahre, wo ich mit Pflanzenschutz rüberfahre. Da seht ihr das jetzt ganz gut. Und damit wir uns halt keine Pflanzen kaputt machen und so uns ein bisschen Saatgut sparen, lassen wir es halt aus. Es ist bei der Seemaschine auf jeder Seite hinter den Rädern sozusagen sind es 5 Schläuche, die ausbleiben. Und dann seht ihr das, glaube ich, ganz gut, dass wir da drin fahren können, ohne was kaputt zu machen. Weil ja viele mal gesagt haben, ja, fährst du kaputt? Nee, fährst du nichts kaputt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss.